Oh yeah, Elektroschrott. Hallo Freunde des Elektroschrotts. Ihr wisst, dass ich ein geldgieriger, materialistischer Sack bin. Und aus diesem Grund freue ich mich immer, wenn mir Leute Sachen schicken. Damit ich einfach mehr Dinge anhäufen kann. So freue ich mich sehr darüber, dass Armin S. aus A. mir ein Paket geschickt hat, das ich gleich mit euch zusammen zu öffnen gedenke. Und im Gedenken an den großartigen David Jones werde ich diese Art von Sendung zukünftig Mehlbacke nennen. Ist klar, oder? Gut, als erstes werde ich jetzt hier diverse Angaben unkenntlich machen. Ich weiß, dass Armin S. aus A. ein eher, sagen wir mal, privater Mensch ist. Weshalb ich hier mal ausstreiche. Ja, und der Gregor O. hier, der ist auch nicht besser, also ausschlonzen. Gut. Ja, sind nochmal alle Sachen weg. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, Kinder, wir schauen mal, was drin ist. Na, dann wollen wir mal sehen. Zum Auspacken natürlich immer Profi-Gerät benutzen, mein Skalpell. Und dann gucken wir doch mal. Gaffertape. Armin, an der Stelle schon mal hervorragend, ja. 5000 Geek-Punkte für die Verwendung von, ich würde mal sagen, genug Gaffertape. Das ist immer gut. Wo haben wir dann hier? Oh ja, ja, ja. Mehr Power, mehr Gaffertape. Hier jetzt. Der Zappes und das Rätsel des Gaffertapes. Got it. Na dann schauen wir doch mal, was wir da haben. Oh. Wenn der Herr S. hier nicht mal seine alten Schätze aus der Zeit, als er selber noch so ein bisschen Lötkrempel gemacht hat, ausgegraben und mir verehrt hat. Was haben wir denn da? Ich sehe, oh. Flachbandkabel. Flachbandkabel ist immer gut, kann ich immer brauchen. Abstandshalter, sehr schön. Abstandshalter sind gut. Sub-D-Stecker für einen großen seriellen, würde ich mal vermuten. Was zum... Ah, Widerstände. Dann haben wir hier LEDs. UV, ultra helle UV-LEDs. Danke. Oh, danke, Unix. Der war gut. Da stehe ich drauf. Geraffel. Ein Steckergehäuse für den großen Sub-D. Und dann haben wir hier noch Schläubchen. Noch so einen kleinen Sub-D. Widerstände, das sind 100 Ohm. 100 Ohm? Ja, noch nie gesehen sowas. Schick. Was ist denn das? Irgendeine Art von Stecker, habe ich noch so noch nie gesehen. Noch mehr LEDs. Möglicherweise auch UV, muss ich überprüfen. Taste, noch so ein Mystery-Stecker. Diverse Schrauben, Kleinkram, hervorragend. Und da ist noch was drin. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist mal ein Oschi. Ich würde mal so vermuten, 4x20. Beschwören kann ich es nicht, aber ich würde mal vermuten, 4x20. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Schönes, großes LCD. Super. Da kann ich nur sagen, ey, Armin, muchas gracias. Ja. Nehme ich sehr, sehr gerne. Freue ich mich sehr drüber. Top-Aktion, danke.